Bundeskanzler Karl Nehammer gesagt, Österreich war neutral, ist neutral und wird neutral bleiben. Damit sei für ihn die Debatte beendet. Jetzt wissen wir, in der österreichischen Bevölkerung gibt es Umfragen zufolge mal breite Befürwortung an der Neutralität festzuhalten. Wie sehr werden wir da geleitet von Umfragewerten und man führt ja keine offene Debatte? Ich vermute, und das ist meine erste Interpretation, dass die meisten Parteien, ich sehe eigentlich nur eine Oppositionspartei im Nationalrat, die eine offene Debatte führen will, nämlich die NEOS. Alle anderen Parteien scheuen sich wegen dieser Popularität zur Neutralität zurück davor, denn jede Debatte könnte verstanden werden als Abkehr von der Neutralität. Nur, wenn man keine Debatten führt, kann man keine Politik machen. Das heißt, wenn die Regierung ihr Handeln nur begründet mit den letzten Umfrageergebnissen, brauchen wir dann überhaupt eine Regierung? Reduziert sich die Politik dann nicht einfach nur auf die Umsetzung der letzten Sonntagsumfrage? Also es ist eigentlich eine Verzichterklärung auf Politik, wenn eine Debatte, die noch gar nicht geführt worden ist, für beendet erklärt wird. Sie waren lange in Ungarn, in Budapest, haben dort gelehrt. Wie sehen Sie eigentlich die Rolle der Ungarn in dieser Krise? Also Ungarn spielt eine Rolle, die erstens einmal, glaube ich, Ungarn schadet. Ungarn isoliert sich in der Europäischen Union. Ob die Freundschaft mit der russischen Führung ein Ausgleich dafür ist, mache ich ein großes Fragezeichen, denn die wirtschaftlichen Partner, die wichtigsten Partnerländer Ungarns sind innerhalb der EU. Die EU ist der wichtigste Markt von Ungarn. Also ob diese Politik der Isolierung und immer die Ausnutzung der Vetomacht langfristig im ungarischen Interesse ist, muss natürlich Ungarn beantworten. Aber ich halte das für schlecht für Ungarn und natürlich auch schlecht für die Europäische Union, denn die Union sollte entscheidungsfähig sein und wird durch die Übernutzung der Vetomacht eigentlich daran gehindert.